Erna! Erna, komm mal bitte! Schau mal auf den Fernseher, bitte. Ich sehe alles verzerrt oder manchmal sehe ich gar nichts. Mit dem rechten Auge, meine ich. Mit dem Fernseher ist alles in Ordnung. Ist sonst noch was? So ein Kribbeln im Gesicht. Auch auf der rechten Seite. Und heiß ist mir. Vielleicht regt mich das so auf. Und das Auge brennt. Ach, ich weiß auch nicht. Meine rechte Hand ist irgendwie so schwach und so ungeschickt. Ich wollte mir gerade das Auge reiben, hab direkt daneben gefasst und dann musste ich die linke Hand nehmen. Jetzt ist das Bild wieder besser. Und das Kribbeln ist auch weg. Ich war ja den ganzen Tag einkaufen. War sonst alles in Ordnung? Nee, eigentlich nicht. Mir ist schon seit heute Morgen schwindelig. Besonders immer, wenn ich aufstehe. Aber im Sitzen geht's. Und Kopfschmerzen habe ich auch schon seit heute Morgen. Die werden jetzt immer schlimmer irgendwie. Und ach, übel ist mir auch schon den ganzen Tag. Soll ich mal das Blutdruckmessgerät holen? Ja. Puls ist aber langsam, 60. Wird trotzdem die Aufregung sein. Drück mal meine Hand. Ein bisschen schwächer als sonst, aber nicht viel. Ich habe auch meine Blutdrucktabletten vergessen. Ich wollte sie heute früh nehmen, aber da war mir so übel und dann wollte ich sie später nehmen und dann habe ich es ganz vergessen. Was macht dein Auge? Brennt immer noch. Jetzt aber beide. Heute Morgen hatte ich ganz verklebte Augen und dann habe ich sie mir direkt ausgewaschen. Hoffentlich habe ich mich nicht bei den Enkelkindern angesteckt. Die waren ja wirklich krank mit ihren roten Augen. Du morgen unbedingt mal nachfragen, bitte. Die gehen ja gar nicht in den Kindergarten. Die sollen sich ja dort anscheinend angesteckt haben. Doch beim Abendessen hatte ich wieder diese Schmerzen beim Kauen. Ich weiß auch nicht, das ist so komisch. Meine Zunge tut dann so weh. Seltsam ist es. Insgesamt nicht so gut. Seit 3 Wochen schon. Ich bin so müde. Die Schultern tun mir weh. Fieber habe ich auch immer wieder. Und dieses Kopfweh. Die Kopfschmerzen, die sind ganz anders als bei der Migräne. Und wenn ich meine Brille hochsetze, das ist seltsam. Jedes Mal, dann spüre ich richtig, wie mir die Kopfhaut wehtut. Ganz komisch. Ja, beim Zahnarzt warst du ja auch schon länger nicht mehr. Aber weil du gerade sagst Migräne, ich habe das ja früher auch stark gehabt. Da waren auch die Augen mit dabei, mit Blitzen und so. Machst du dir da noch immer Sorgen? Ja,
Ja, ich sehe jetzt zwar wieder, aber immer noch ein bisschen verschwommen. Und das Auge tut mir weh. So kommt's mir halt vor. Aber ich konzentriere mich ja auch so drauf. Irgendwie ist schon unheimlich, wenn auf einmal alles schwarz wird und die Kraft aus dem Arm weggeht. Auch wenn das nur ganz kurz ist. So, jetzt passen wir aber auf, dass du heute deine Tabletten nimmst. Den Fettsenker, die Blutdrucktablette für abends. Und jetzt lass mich nochmal dein Auge anschauen. Es ist rot, nicht stark, aber mehr als auf der anderen Seite. Spürst du was? Ja, so ein Sandgefühl, aber das habe ich ja öfter mal im Winter. Und sehen geht eigentlich wieder ganz normal. So ein bisschen rotstichig kommt mir alles vor, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das alles nur einbilde. Meine Nerven lassen in letzter Zeit nach. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum mein Blutdruck immer so hoch geht. Dein Bruder hat ja auch immer was mit den Augen gehabt. Ich rufe ihn mal an. Er ist nicht daheim. Seinen Sohn habe ich erreicht. Der wusste nicht mehr ganz so genau Bescheid. Aber er konnte sich erinnern, dass sein Vater auch mindestens zweimal plötzlich auf einem Auge nichts gesehen hat. Starke Augenschmerzen hatte und erbrochen hatte auch. Und deswegen sind sie dann ins Krankenhaus gefahren. Und dort wurde er einmal operiert am Auge und hat beide Male Augentropfen mitbekommen, die er seither nehmen muss. Und das eine Auge sei ganz hart gewesen. Dann konnte er sich noch erinnern. Und die haben im Krankenhaus gesagt, wenn sowas Auffälliges ist, dann soll man gleich kommen. Mach mal die Augen zu. Ich spüre keinen Unterschied. Na und schlecht ist dir auch nicht, oder? Aber du hast was gesagt vom Kribbeln im Gesicht. Was ist damit? Nervös bin ich. Ich weiß auch nicht. Dieses Kribbeln ist weg. Aber reißen und ziehen tut's mich überall so. Aber das sind meine Nerven, ich kenne mich ja schon. Wenn der Blutdruck so hoch ist. Und dann lese ich immer in der Zeitung von erhöhtem Blutdruck und erhöhtem Cholesterinspiegel im Zusammenhang mit einem Schlaganfall und dann kriege ich Angst und er steigt noch mehr und dann will ich schon gar nicht mehr messen.